Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier und ich habe wieder ein kleines Telefon für euch. Und zwar diesmal das Lumia 640 XL in der Dual-SIM-Variante mit der 3G-Unterstützung. Sprich, nicht das LTE-Gerät. Warum stelle ich euch das jetzt vor? Weil es normalerweise auf 8.1 läuft, das Betriebssystem. Aber wenn ich das jetzt hier mal entsperre, werden den ein oder anderen gleich auffallen, dass es sich hierbei um die Foto-App handelt. Dass es sich hierbei um Windows 10 handelt. Sprich, das Telefon hat das Update auf Windows 10 bekommen und ist damit in den gleichen Reihen wie dieses Telefon, mein bisheriges Windows Phone, was ich jetzt ausgeschaltet habe, mit 4,5 Zoll Display, das 550. Das werden wir uns vielleicht später nochmal genauer angucken. Auf jeden Fall kommt hierzu auch nochmal ein Langzeit-Review, da ich das ja jetzt schon einige Monate im Gebrauch hatte. Und wir wollen uns heute natürlich erstmal diesen Kameraden hier angucken. Das XL Lumia 640 XL in der Dual-SIM-Variante, wie wir hier oben unschwer erkennen können. Kann ich noch eine zweite SIM-Karte einlegen, habe ich jetzt nicht getan. Und das arbeitet sich natürlich schön hier vor sich weg. Das Display, das ist das, was ich beim Windows 10 eigentlich so liebe, dieses Bewegliche, dass sich da immer irgendwas bewegt. So ein bisschen, das finde ich persönlich sehr schön anzusehen. Deswegen bin ich auch ein sehr großer Fan. Für die, die es wissen, die mich schon länger verfolgen, die wissen das sowieso, dass ich das sehr, sehr gerne mag. Fangen wir jetzt aber erstmal an, was wir hier so vor uns haben. Wir haben hier ein 5,7 Zoll IPS-Display mit einer HD-Auflösung, sprich 720p. Das ergibt eine PPI-Zahl 259, um ganz genau zu sein. Also es ist schon relativ scharf. Man muss auch dazu sagen, das Gerät kostet aktuell neu 120 Euro. Ich habe es gebraucht gekauft für, naja, den Preis möchte ich jetzt hier eigentlich nicht nennen. Er war auf jeden Fall sehr gering. Wir machen weiter mit der Frontkamera. Das ist eine 5 Megapixel Weitwinkel Frontkamera. Fotos werde ich euch auch später noch zeigen. Da kommen wir später noch zu. Dann gehen wir rum. Wir haben hier oben natürlich den 3,5 mm Klinkenstecker. Wir haben hier die Lautstärkewippe, An- und Ausschalter. Dann haben wir Micro-USB, Ladekabel. Und auf der linken Seite haben wir nichts. Dann kommen wir mal zur Rückseite. Das ist natürlich die blaue Version. Die Cover kann man wechseln. Da kommen wir auch noch gleich zu. Natürlich die Microsoft-Schrift. Dann haben wir hier noch, weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Hier steht Zeitz. Das ist praktisch die Kamera, ist mit der Kooperation entstanden. Das ist eine 13-Megapixel-Kamera, die uns auch noch erlaubt, Videos in 1080p aufzunehmen. Wir haben eine LED und hier haben wir den Lautsprecher. Das war es erstmal von außen. So, dann gucken wir uns das Gerät nochmal von innen an. Wir haben hier den großen Akku, 3000 mAh. Dann haben wir hier halt unsere Dual-SIM und noch einen Micro-SD-Karten-Slot bis 128 GB. Laut Herstellerangaben. Getestet habe ich leider noch nicht, aber laut Herstellerangaben. Hier drin arbeitet der Snapdragon 400 mit 4x1,2 GHz, was für Windows 10 vollkommen ausreichend ist. Muss ich leider so sagen, weil Windows 10 Mobile ist sehr ressourcenarm, also ressourcensparend. Das Display wird auch noch von Corning Gorilla Glass 3 geschützt, was natürlich auch nicht ganz so kratzanfällig ist. Ich habe hier schon entdeckt, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier beim Spiegeln, hier sieht man das so ein bisschen, ein, zwei kleine Kratzer, aber gut, es ist ein gebrauchtes Gerät, muss man ja auch sagen. Wir haben dazu natürlich auch Lumia-typisch oder Microsoft-typisch ein Always-On-Display, was uns immer die Zeit anlacht und auch WhatsApp-Nachrichten und GMX und allen möglichen Scheiß, also im Endeffekt, alles das, was ihr braucht, seht ihr hier schon auf dem Lockscreen. Wir haben natürlich auch Double Tap to Wake. Wenn wir jetzt Double Tap to Wake, wenn wir hier irgendwo eine Nachricht gekriegt hätten, würde hier noch ein Symbol leuchten. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal gleich die Fotos an. Ich werde noch ein, zwei Fotos werde ich hier drinnen machen und ein, zwei Fotos werde ich rausgehen und draußen noch ein paar Aufgaben, die werde ich euch dann einfach über das Video rüberlegen. Ich würde sagen, dazu fotografieren wir hier den Karton. Wir gehen mal hier rein in die Kamera-App.
und sehen, dass die Kamera extrem dreckig ist. Eine Sekunde, ich muss es mal kurz säubern. So, schon wesentlich besser. Wir haben es jetzt ein bisschen gereinigt. Man sieht es ja auch. Wir werden mal mit Blitzlicht arbeiten. Mal versuchen. Und auch so, dass ihr das alles so ein bisschen hier reinkriegt. So. Ein bisschen wieder dichter ran vielleicht. Und Knips. Nochmal Knips. So, und dann drehen wir das Ganze nochmal nach vorne. Dann seht ihr mich jetzt gleich. So. Hallo, meine Haare liegen wieder wie sonst was. Und wir machen mal einen kleinen Cheese. Dann gucken wir uns jetzt mal die Fotos an, die wir jetzt gemacht haben hier. Fangen wir erstmal mit den Blitzlichtern an. Und man erkennt sogar die Struktur des Kartons. Was ja eigentlich schon mal nicht verkehrt ist. Man erkennt auch hier, dass hier ein Kratzer drauf ist, auf dem Karton. Die Falten und alles. Also erstmal, es ist natürlich klar, das ist eine 13 Megapixel Kamera. Die sollte auch schon ordentlich was leisten. Natürlich mit unseren China-Smartphones, die wir vorher, die habe ich verwackelt, glaube ich, oder? Das geht eigentlich auch noch. Das geht noch. Man kennt auch die einzelnen Partikel. Nun ja, typisch nicht schlecht. Hier ist es irgendwie schief, warum auch immer. Nehmen wir mal an, das ist jetzt die 5 Megapixel Frontkamera. Die Kamera, ja, wenn man dichter rangeht, ist klar, dann kriselt das alles ein bisschen. Hier auch, gerade hier so beim oberhalb vom Lumia. Gesicht, ja, man erkennt sogar, dass ich ein bisschen Staub auf der Brille habe. Ist ja auch nicht verkehrt ist. Also so, an und für sich sieht das für eine 5 Megapixel Kamera echt nicht schlecht aus. Und vor allen Dingen ist es auch ein schöner Weitwinkel. Ich habe es echt nicht weit weggehalten. Das sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Dann kommen wir nochmal zur Videoaufnahme. Das machen wir auch nochmal schnell. Machen wir nochmal schnell eine Videoaufnahme. Halten wir das mal richtig hier rum. Wir stellen uns mal den Karton hier so hin. Das ist ganz schön dunkel. Dann legen wir ihn mal hin. Und fangen mal an. So, das hier ist die Videoaufnahme vom Lumia 640 XL in der Dual-SIM-Variante. Ich halte mal hier so ein bisschen durch den Raum, gehe mal auch noch mal ein bisschen weiter weg und zeige auch noch mal unten so noch mal lang, damit man das alles noch mal ein bisschen erkennen kann. Könnt ihr jetzt auch noch die Taschenlampe anmachen. Das mache ich mal einmal kurz, gleich den Fokus gedrückt. Jetzt lasse ich die Lampe noch mal mit an. Dadurch wird die Aufnahme noch etwas heller, glaube ich. Und das schmeiße ich euch jetzt rüber. So, das war die Videoaufnahme. Ihr habt sie ja jetzt mit Sicherheit gesehen. Ich finde es auch nicht schlecht, dass man in der Videoaufnahme halt die Lampe mit anmachen kann. Das finde ich ehrlich gesagt gut. Fazit, Kamera, ist brauchbar. Nachteil, was ich vorher noch vergessen habe, genau zu sagen, wir haben nur 8 GB internen Speicher und 1 GB RAM. Das ist natürlich nicht viel, 1 GB RAM. Und 8 GB interner Speicher ist auch nicht viel. Aber ich habe jetzt schon alle möglichen Apps drauf gemacht und habe jetzt noch irgendwie 2 oder 3 GB frei. Wie ihr seht, Twitter, Facebook Messenger, all möglichen Kackkram. Alles mögliche. Sport-Apps. Also an und für sich ist das auch 8 GB, ja, ist nicht viel. 4 GB bleiben auch übrig, ist auch nicht viel. Aber da Windows 10 in der Geschichte ja sehr kompatibel ist, mit Apps auf externen Speichermedien raufzuschieben, sprich auf Micro-SD-Karte, stört das nicht weiter, weil 128 GB einfach rein und der Speicher ist gigantisch. Kommen wir nochmal zum kleinen Fazit. Mein persönliches Fazit allerdings, wer große Displays mag und auch Windows 10 Mobile mag, so wie ich, für den ist das erstmal auf jeden Fall eine Ansage. Weil ihr das Gerät auch in der LTE-Version kriegt, dann kostet es allerdings 160 Euro. Neu 160 Euro, weiß ich nicht. Ist ein bisschen überteuert, finde ich persönlich. Wenn ihr das Gerät für 100 Euro kriegt, mit LTE, ist das ein Top-Preis, sofort zuschlagen. Nachteil ist, ihr habt nur halt den 8 GB internen Speicher. Wenn ihr keine SD-Karte kauft, ist das ein Nachteil. Die Verarbeitung ist soweit, ja, es ist alles Plastik. Dadurch wird es aber auch nicht so schwer. Und selbst die Hüllen sitzen recht stabil und man kann sie auch wechseln. Also
Ihr werdet wahrscheinlich das Blaue nicht mehr so häufig sehen bei mir, wenn ihr das Handy legt im Video. Ansonsten bin ich voll und ganz zufrieden mit dem Telefon. Ich werde euch aber nochmal im Laufenden halten, nochmal irgendwie in ein paar Monaten, nochmal ein ausführliches Review, wie sich das Telefon verhalten hat, auch mit den Akkulaufzeiten. Wir haben zwar einen 3000 mAh Akku, aber wie lange das hält beim 5,7 Zoll Display, weiß ich nicht genau. Von daher würde ich sagen, die Endkarten mache ich mit der Frontkamera und wir sehen uns gleich. So, das ist jetzt ein Video mit der Frontkamera und auch der Sound komplett darüber. Ob es laut genug ist oder nicht, werde ich gleich in der Videoverarbeitung sehen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Der Weitwinkel ist echt ganz geil von der Frontkamera. Und ich sag mal, bis die Tage. Ach ja, und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Tschüss.